Liebe Schwestern und liebe Brüder, hier in der Kirche und zu Hause, wie wir miteinander verbunden sind, lasst uns unseren Gottesdienst miteinander beginnen. Beginne im Namen eines gütigen, liebevollen, eines lebendigen Gottes und eines Gottes, der das Leben liebt und uns in Fülle schenkt. Unseres, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der siegreich von den Toten auferstanden ist, er sei alle Zeit mit euch. Wir heißen Sie und euch willkommen zum Gottesdienst am zweiten Ostersonntag, den sogenannten Weißen Sonntag. Auf Wunsch der Eltern wurde ja die Erstkommunion verschoben, weil man darf ja in der Kirche nicht singen, sie dürfen sich nicht treffen und miteinander feiern. Deswegen haben wir die Erstkommunion auf den Juli verlegt und können so diesen Gottesdienst jetzt miteinander feiern. Weißer Sonntag, das Evangelium von Thomas. Die Jünger, die begeistert von der Osterfreude erzählen, die begeistert sind, sie haben Jesus erzählt. Thomas lässt das alles kalt. Er möchte die Wunden sehen. Er möchte ihn berühren. Er möchte ihn anfassen, damit er glauben kann. Jesus lässt es zu. Und Thomas legt ein wunderschönes Glaubensbekenntnis ab. Mein Herr und mein Gott. Beten wir in diesem Gottesdienst darum, dass auch wir Beistand haben, wenn Glaubenszweifel sich in uns breit machen. Schenke uns allen, unser gütiger und unser barmherziger Gott,
Lebendiger Gott, Ostern, die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist so unglaublich und doch lässt sie uns nicht los. So bitten wir, lass uns immer tiefer begreifen, was uns in der Taufe schon geschenkt ist, wie mächtig dein Geist wirkt und wie er uns umwandeln möchte und wie sehr wir Gesuchte und Geliebte von dir sind, für die dein Sohn wirklich alles gegeben hat. Ihn feiern wir, Jesus, deinen Sohn, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist mit dir lebt, uns liebt und Leben schenkt in Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Und Gott.
Seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus, Zwilling genannt wurde, war nicht bei den 12, als Jesus kam. Die anderen sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Augen seiner Jünger, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle besser. Liebe Freunde, das könnte man eigentlich über das heutige Evangelium schreiben. Über das Evangelium vom Thomas, den wir nur allzu gern als den ungläubigen Thomas darstellen. Versetzt euch doch einmal in seine Lage. Wir tun uns leicht. Wir lesen alles nachösterlich, das heißt, alles war vorbei. 70 nach Christus wurde das erste Evangelium aufgeschrieben. Versetzen wir uns doch mal in die Zeit damals. Wir erleben mit, dass einer qualvoll am Kreuz stirbt, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Und der Stich in die Seite mit der Lanze durch den Soldaten bestätigt seinen Tod. Und dann kommen da welche daher und sagen, wir haben ihn gesehen, erlebt. Jetzt frage ich euch alle, wer hätte das von euch glauben können, dass ein Toter aufersteht und lebt? Wer? Seht ihr? Keiner. Und wir sagen, der ist ungläubig, dann sind es wir auch. Thomas war gar nicht ungläubig. Ich glaube, Thomas war einfach enttäuscht. Thomas war enttäuscht, weil der, auf den er seine Hoffnung gesetzt hatte, am Kreuz gescheitert ist. Vielleicht war Thomas enttäuscht von Menschen, vielleicht sogar von Menschen, denen er vertraut hat, vielleicht sogar von den anderen Jüngern. Er war verletzt. Traurig und innerlich einsam. Er konnte einfach gar nicht anders. Und dann kommt Jesus. Gott sei Dank. Und Jesus nimmt ihn so an, wie er ist. In all seiner Verwundung, in all seiner Enttäuschung, in all seiner Trauer nimmt er diesen Thomas ernst. Nimmt er ihn an. Und er lässt ihn seine Wunden sehen und macht ihm damit klar, Thomas, ich kann deine Wunden verstehen und durch meine Wunden sollst du erfahren, dass ich für dich da bin, sollst du Heil und Leben empfangen, weil ich selber gelitten habe, weil ich selber verwundet bin, kann ich mitfühlen. Und das hat ihm Thomas gut getan. Das hat ihm neue Perspektiven gegeben und er konnte wirklich bekennen, mein Herr und mein Gott. Ja, der hatte wirklich Glück, der Thomas, dass Jesus da gewesen ist. Dass Jesus ihm seine Wunden gezeigt hat. Dass er ihn nicht abgekanzelt hat. Dass er ihn nicht kritisiert hat. Dass er ihn nicht belehrt hat. Er hat ihn einfach liebevoll in die Arme genommen. Und durch seine Wunden hat er seine innere Verwundung geheilt. Er hatte Glück, der Thomas. Aber was ist mit den Menschen, die heute enttäuscht sind, die verwundet sind, die verletzt sind? Was ist mit den Menschen, die enttäuscht sind von anderen, von Menschen, denen sie vertraut haben, wie der Thomas? Was ist mit den Menschen, die heute enttäuscht sind,
auch von unserer Kirche. Und die jüngsten Ereignisse, die geben ja Grund dazu. Das Segensverbot für gleichgeschlechtliche Paare, das lässt doch Kirche nicht anziehen und liebenswürdig erscheinen. Was ist also mit diesen Menschen? Was ist mit diesen Thomasen? Jesus kommt nicht mehr durch verschlossene Türen. Wer kann ihre Wunden heilen? Wir sollen das tun. Wir sollen den Menschen, die enttäuscht sind, neue Hoffnung und neue Perspektiven geben. Ich habe es schon einmal gesagt und betone es noch einmal in aller Deutlichkeit. Ich möchte das tun. Ich möchte keinen ausschließen. Ganz gleich, wer es ist. Ganz gleich, wer zu mir kommt. In all seiner Verwundung will ich wenigstens versuchen, für diese Menschen da zu sein. Ganz gleich, wer es ist. Und ich möchte ihnen diesen Segen Gottes geben, auch wenn sie gleichgeschlechtlich sind. Ich möchte Menschen, die verzweifelt sind auch in der Kirche, neue Hoffnung geben. Ich möchte Menschen, die enttäuscht sind, weil auch die Missbrauchsfälle unserer Kirche immer noch nicht aufgeklärt werden, denen möchte ich wenigstens versuchen, ein wenig Hoffnung zu geben. Ich möchte sie liebevoll in die Arme nehmen, so wie Jesus. Möchte sie drücken, wie der Jesus den Thomas. Und möchte sagen, auch ich bin innerlich verwundet. Und ich kann dich gut verstehen. Ich weiß, dass das kein leichter Weg ist. Vielleicht wird man anecken. Vielleicht wird man ausgeschlossen werden. Vielleicht wird man kritisiert werden. Aber ich glaube, das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Der Weg, den Jesus gegangen ist und damit dem Thomas Mut, Hoffnung und zum Glauben verholfen hat. Und dieser Weg, den will ich gehen, weil es der einzige Weg ist, den Menschen einen lebendigen Glauben mitzuteilen, den Menschen Leben in Fülle zu geben, Menschen Ostern zu ermöglichen. Ich möchte gerne diesen Weg gehen. Ich will es zumindest versuchen und tun, was in meinen Kräften steht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mitgehen würde. Ansonsten gehe ich diesen Weg eben alleine. Amen. Lasst uns unseren Glauben bekennen, unseren Glauben an einen Gott, der das Leben für uns alle möchte. Ich glaube an Gott, den Vater, den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen geborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und aus des Jahres, gekreuzigt und gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, jetzt ist zu Rechten Gottes, des Heiligen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lieben und die Toten. Ich glaube, die Einheit Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus kennt unsere innere Verwundung, unsere Trauer, unsere Ratlosigkeit und Ohnmacht.
Er weiß, wie wir oft durch das Leben gehen. Ihm können wir deswegen unsere Bitten vorbringen. Wir sehen Menschen, die Schweres zu tragen haben, die von Sorgen niedergedrückt und von Existenzangst geplagt werden. Lass deinen Friedensgruß für sie wahr werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sehen so viele Menschen, die in Hunger, Krieg und sozialer Ungerechtigkeit leben müssen. Lass deinen Friedensgruß für sie wahr werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sehen Menschen, die das Leben hart und zynisch macht, die ihre Sicht der Dinge mit Gewalt durchsetzen wollen. Lass deinen Friedensgruß für sie wahr werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sehen Menschen, die an ihren Fragen zu zerbrechen drohen, die nichts und niemanden glauben können. Lass deinen Friedensgruß für sie wahr werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sehen, wie viel Schuld die Kirche auf sich geladen hat, sodass sie kaum anziehend und liebenswert erscheint. Lass deinen Friedensgruß für sie wahr werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sehen Menschen, die im Sterben liegen, und so viele, die uns der Tod schon genommen hat. Lass deinen Friedensgruß für sie wahr werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, in der Auferstehung deines Sohnes hast du uns allen dieses Leben geschenkt. Lass diese österliche Botschaft, dieses österliche Licht immer mehr in uns wirksam werden. Und gib, dass wir diese frohe Botschaft anderen Menschen verkünden, durch unser Tun und Handeln. Und so Leben, Licht und Freude in das Leben vieler bringen. Wir danken dir für deine Nähe heute und in Ewigkeit. Amen. Maria, Sohn.
deinen auferstandenen Sohn eröffnest du uns einen Raum des Friedens und des Lebens. Hier dürfen wir Ostermahl halten mit ihm. Dafür stellen wir Brot und Wein bereit und bitten dich. Lass uns in Verbindung mit ihm ewiges Leben finden, das jetzt schon beginnt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber als höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Schuld der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset, alle davon,
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und dankte noch einmal. Reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leid, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unsere Bischöfe Ludwig und Herwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke auch jenen, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und alle, die mit uns verbunden sind, und führe zu dir alle, die dich noch nicht kennen. Erbarme dich unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Beten wir heute für unseren Ludwig Büttner. Nimm ihn und alle auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt
alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir haben alle den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Lasst uns in diesem Geist so beten, wie er uns gelehrt hat. Vater, am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger, so haben wir es im Evangelium gehört, und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Und dieser mühselige Friedensgruß von damals, der gilt uns auch. Aber er ist sehr gefährdet, dieser Friede. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf das, was uns von dir und voneinander trennt, sondern auf unseren guten Willen, unser Bemühen, und schenke uns so Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen dieses Friedens hier in der Kirche dadurch, dass wir uns voller Ehrfurcht voreinander verneigen, und zu Hause umarmen Sie sich, geben Sie sich die Hand, geben Sie sich einen Kuss, geben Sie sich so ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, seht, das ist Christus, das Lamm Gottes, das alle Schuld hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Geist in meinen Namen hast, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Geist. Wenn du mich gesehen hast, Thomas, glaubst, selig, nicht sehen und doch glauben.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, so unterschiedlich wir auch sind, wir alle hatten Platz an dieser heiligen Versammlung und waren dir und deinem Sohn willkommen. Lass uns nie vergessen, dass wir immer bei dir Platz haben, ob wir nun jubeln oder zweifeln, dich preisen oder mit dir hadern. Diese österliche Zusage lasse uns den Weg vertrauensvoll weitergehen und mitbauen an einer einladenden, offenen Kirche. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Am Ende des Gottesdienstes allen ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst gefeiert haben. Ich danke dem gesamten liturgischen Dienst für die Vorbereitung dieses Gottesdienstes, unseren Lektorinnen, euch, den Ministranten, unserem Christian, unserer Bettina, an der Orgel, unserer Anita, die uns alles für den Gottesdienst vorbereitet hat. Ich möchte auch euch den Ordnern ein herzliches Dankeschön sagen, dass ihr immer bereit seid, diesen Dienst zu übernehmen und den Leuten zu helfen, dass sie hier in der Kirche einen Platz finden. Wegen der Abstandsregelung ist das ja gar nicht so einfach. Euch ein ganz herzliches Dankeschön. Allen einen gesegneten, guten zweiten Ostersonntag, eine gesegnete, gute Woche. Werden Sie gesund, bleiben Sie gesund und bitte passt gut auf euch auf. Danke gleichfalls. Dankeschön. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hier vorne liegen die nachgedacht aus. Wenn Sie eines mitnehmen möchten, dann machen Sie doch Gebrauch davon. Vielleicht können Sie es auch an ältere Menschen mitnehmen, die den Gottesdienst nicht besuchen können. Nun geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Danke sei Gott dem Herrn. Amen.